Herzlich willkommen bei den Pascom-Brüdern. Wir machen heute wieder weiter mit unserem IP-Tables-Tutorial. Wir sind ja letzte Woche stehen geblieben mit den Masquerading-Regeln. Das heißt, wir haben hier eine NAT-Regel eingefügt, um ins Internet zu kommen, haben kurz die ganzen Chains erklärt und heute wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen und nochmal anschauen und auch mal einen Paketfilter installieren und überhaupt mal sehen, wie gehe ich denn davor oder wie ist denn meine Strategie, wenn ich anfange, Pakete zu filtern, was ja eigentlich der Sinn von meiner Firewall ist. Ja, generell müssen wir uns mal unterhalten über Firewalling-Strategien und was hier bei IP-Tables die Default-Werte sind. Ich habe als Firewalling-Strategie zwei Möglichkeiten, Blacklisting und Whitelisting. Whitelisting bedeutet, ich verbiete alles und erlaube nur explizit dies und das und jenes. Blacklisting heißt, ich erlaube generell mal alles und sage, das will ich nicht, das will ich nicht und das will ich nicht. Was würdest du sagen, ist aus der Praxis bei Firmen das Üblichere? Ja, kommt ein bisschen auf den Anwendungsfall drauf an, wie so oft. Aber wenn ich jetzt von der klassischen Internet-Firewall ausgehe und stelle mir einfach mal vor, ich erlaube standardmäßig alles und verbiete nur das, was ich nicht möchte, dann bin ich in das, was ich nicht möchte, definieren kann lange ich nicht, beschäftigt. Kann ich gar nicht. Also es ist unmöglich, alles zu definieren, was nicht gehen soll. Wenn ich jetzt einen internen Server habe zum Beispiel und möchte explizit eine Anfrage verbieten, ist das natürlich eine ganz sinnvolle Einstellung, weil ich sagen kann, beim Webserver zum Beispiel, Port 80 darf nicht, aber 443 darf schon. Ich mache eine IP-Tables-Regel rein und sage, wenn eine Anfrage kommt auf 80, nicht, alles andere darfst du. Der ist intern, da muss ich nicht viel definieren. Da kann das natürlich Sinn machen, aber wenn wir jetzt von der klassischen Internet-Firewall sprechen, würde eigentlich immer das Whitelisting Sinn machen. Also ich verbiete grundsätzlich alles und erlaube, was ich möchte. Ja, also kommt ganz auf den Anwendungsfall drauf an und ist auch, ja, Frage bei einer Firma, privat mag das sinnvoll sein, da lasse ich mir alles offen, dann stört mich irgendein Service, irgendein Gerät, fragt ständig beim Hersteller nach, ob es denn Updates gibt, das stört mich, das will ich unterbinden. Genau. So Dinge so Sachen könnte man da machen, aber andersrum ist es vernünftiger. Der Default, was jetzt wichtig ist zu wissen, der Default-Wert bei IP-Tables ist das Blacklisting. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wäre es anders, würde man IP-Tables das erste Mal starten und dann würde es zack machen und dann wäre alles duster. Dann wäre sämtliche IP-Kommunikation, also wirklich sämtliche IP-Kommunikation. Auch Local Interfaces, alles. Wäre einfach stillgelegt. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Darum ist das Whitelisting der Default, das Blacklisting der Default-Wert der IP-Tables. Wir schauen uns das jetzt einfach mal auch an, wie das ausschaut und woher das alles kommt. IP-Tables-L zur Wiederholung listet einfach den Table. Wenn ich keinen Table angebe, wird der Filter-Table gelistet. Minus V macht mehr Ausgabe und gibt es dann immer, wie wir finden, schöner an mit den Packets, die auch hier wirklich geflossen sind. Zur Wiederholung, wir haben drei Chains, eine Input-Chain, eine Forward-Chain, Output-Chain. Input ist alles, was zu mir herkommt, zum Computer, hier verarbeitet wird. Klassische Idee, ich hätte einen Webserver drauf, dann wäre alle Anfragen an den Webserver Input. Output ist, ich mache von dem PC aus irgendwas, ich pinge jetzt hier irgendwie weg, wäre Output oder die Antworten für meinen Webserver oder auch ich bin per SSH drauf, der SSH-Stream von meinem PC dahin ist Input, zurück Output. Interessant für Firewalling, der Forward. Im Forward kommt alles rein, was wirklich vorgewartet wird, bei unserem Beispiel ins Internet. Ja, also bei einem Router oder Firewall eigentlich der Haupttraffic geht durch das Gerät durch. Das wenigste landet auf dem Gerät oder kommt von dem Gerät, sondern der Hauptaugenmerk liegt einfach, weil es ein Router ist, auf dem Forward-Table. Auf dem Routing. So ist es. Dass der Forward-Table überhaupt greift, nein, nicht, dass er greift, dass er funktioniert, muss ich natürlich, wie wir schon in unseren vorherigen Tutorials beschrieben haben, das Einschalten des Forwarding in Linux überhaupt mal generell erlauben. Sonst liegt der brach. Ja, dann sehen wir hier eben die Default Policy Accept. Hier bei allen drei Chains auf Accept bedeutet, dass wir eben hier das Blacklisting haben. Das heißt, wir erlauben mal generell alles und müssten jetzt was verbieten. Wie kann ich jetzt eigentlich irgendwas verbieten? Dazu haben wir immer noch diesen Windows-Hobel hier und pingen den
DNS-Server von funktioniert Google. Funktioniert auch ganz schön jetzt. Funktioniert, hat im letzten Tutorial schon funktioniert, ist jetzt kein Hexenwerk. Und jetzt werden wir hergehen und werden mal genau diese Anfrage verbieten. Wie mache ich sowas? Ich sage wieder natürlich IP-Tables. Dann muss ich keinen Table angeben, weil ich den Filter-Table benutzen möchte und sage einfach minus A. A steht für Append. Und heißt, ich möchte in die Liste, die jetzt leer ist, was anhängen. Wenn da 100 Einträge drin sind, würde er den 101. machen. IP-Tables minus A, dann der Table. Hier ist auch ganz wichtig, der Table ist case-sensitive. Das heißt hier, der Standard-Table ist Vorwort alles groß geschrieben. Das hier ist was anderes als das hier. Genau. Also muss ich auch alles groß schreiben, das ist hier immer wichtig. Aber wer mit Linux viel unterwegs ist, ist das ja fast schon ein bisschen gewöhnt. Ja, denke ich. Vorwort, dann sage ich, gibt es viele Parameter, wir fangen aber einfach an. Destination 8888 heißt, alles was nach Destination 8888 wird, will. Und jetzt welches Ziel, also was mache ich damit? Minus J. Bei minus J hüpfe ich jetzt woanders hin. Ich könnte jetzt in eine andere Chain hüpfen. Ich kann auch Chains selber anlegen, da kommen wir noch dazu. Es gibt aber auch fertige Targets, die irgendwas machen. Und das meistverwendete Target, es gibt nur eine Handvoll, da kommen wir aber noch im Detail überall dazu, ist Drop. Mhm. Was macht Drop? Schmeißt das Ding weg. Schmeißt es weg. Du sagst es, es ist wirklich als wegzuschmeißen zu betrachten. Das heißt, für denjenigen, der das dann versucht, werden wir sehen, der dann den versucht, den 888 zu erreichen, der kann nicht sagen, wird es jetzt in der Mitte gedroppt von einer Firewall oder existiert die Destination überhaupt nicht. Deshalb ist Drop zur Verschleierung und zur Absicherung die empfohlene Variante, kann man fast sagen. Ja. Gut, jetzt werden wir den Aufbau nochmal anschauen. IP-Tables, wir gehen in, in die Forward-Chain rein. Dann definieren wir Bedingungen. In unserem Fall jetzt Destination ist die 8888. Hier könnten wir auch noch Port, Protokoll etc. definieren, was wir auch möchten. Und sagen dann zum Schluss, was mache ich damit? Ich schmeiße es weg. Mhm. So, das sollte jetzt eigentlich bewirken, dass nichts mehr an die IP-Adresse gesendet werden kann, was durch den Forward-Table geht. Genau. Gute Praxis ist, wenn ich was eingestellt habe mit dem Befehl und bin mir noch nicht so ganz sicher und erforsche das, immer mit LV anzeigen lassen, ob es geklappt hat. Was hier auffallen kann, ist, dass die IP-Adresse hier umgesetzt wird in den DNS-Namen. Das macht automatisch Reverse Lookup. Das kann unübersichtlich werden, wenn ich das vor allem intern habe. Und es kann auch ein bisschen das verzögern, wenn ich irgendwas nicht auflösen kann. Ich kann minus N machen, wie bei vielen Netzwerkbefehlen, dann macht er das nicht. Macht löst keine es nicht auf und dann sollten wir IP-Adressen sehen. Ja. Sehen wir wieder IP-Adressen. Auch hier das Anywhere wird dann wieder übersetzt in eine Quelle. Dann schauen wir uns mal die Regel an, von vorne bis hinten. Packets und Bytes sind null geflossen, also es hat noch keiner versucht, 888 zu erreichen. Da wir nur einen Client haben und der macht ja nichts, wenn wir nichts den machen. Den haben wir unter Kontrolle. Passiert ja nicht viel. Target ist Drop, heißt schmeißt das Paket weg. Protokolle sind alle, keine Options. Protokoll an dieser Stelle wäre zum Beispiel, ist es überhaupt TCP, ist es UDP. In, Out, man könnte auch noch Interfaces einschränken, wo darf es rein, wo darf es raus, kommen wir noch dazu. Source ist egal wer. Das ganze Netz, slash 0 bedeutet das komplette Netz, egal wer, will auf 888, schmeiß es weg. Okay, dann testen wir das mal aus. Sollten wir hier. Schmeißt es weg. Und es schaut genauso aus, als wäre das gar nicht da. Und nach irgendwann, nach einer Zeit, da kriege ich eine Zeitüberschreitung natürlich der Anforderung. Das Paket geht einfach verloren aus Sicht von dem Client. Mhm. Also er kann nicht mehr erkennen, ob das jetzt wirklich den Service nicht gibt, die IP nicht gibt oder ob das von der Mitte gedroppt wird. Von der Service. Ja, das war der erste Einstieg mal in dieses Gedroppe und vor allem wichtig jetzt hier mitzunehmen, dass es zwei verschiedene Ansätze fürs Firewalling gibt. Den Rest sehen wir uns natürlich in den nächsten Tutorials an. Dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Schöne Zeit und bis dahin. Danke, ciao. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage Moby Dick und das Passcom-Systemhaus findet ihr unter passcom.net.
Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf pascombrothers.net.